Dass der Querfeld-Ein-Radsport zu den härtesten Sportarten zählt, zeigt sich beim internationalen Querfeld-Ein-Grand Prix auf dem Gelände des Pferdezentrums Stadl-Paurer einmal mehr. Bei minus 3 Grad Celsius und auf einem teilweise vereisten und sehr rutschigen Terrain wird den Radsportlern alles abverlangt. Diese Veranstaltung zeigt auch, dass der Radsport in Oberösterreich wirklich immer Saison hat. Ja, wir sind da beim 10. internationalen Radquerfeldein in Stadl-Paurer im Pferdezentrum. Und das Jubiläumsquerfeldein freut uns ganz besonders jetzt, weil wir heuer eine super Starterfeld zusammengebracht haben. Also beim Elite-Damenrennen ist gerade im Gange, haben wir 6 Nationen am Start mit der Ex-Europameisterin aus England, der Helen Wyman, Nadja Heigl, die Österreicherin, natürlich dabei. Also freut uns sehr. Und dann das Herrenrennen-Elite ist ebenfalls mit 6 Nationen besetzt und Belgien, das Top-Land in der Querfeldein-Szene, ist auch vertreten bei uns. Und mit über 130 Teilnehmern bei 6 Rennen, muss ich sagen, haben wir eine super Teilnehmerzahl. Und auch die Geländeverhältnisse heute sind super schwierig. Das heißt, also, technisch versierte Fahrer hat heute wirklich die besten Karten. Also für uns, muss ich sagen, ist heute der perfekte Tag. Bei den Junioren, Amateuren und Masters sind 50 Herren und mit Barbara Pöck eine Frau am Start. In der Anfangsphase führt Stefan Kova vom Wiener Sportclub mit der Startnummer 11. Er fährt die erste Runde in 7 Minuten und 58 Sekunden. Jürgen Pechacker hat bereits in der ersten Runde Pech. Bei seinem Rad bricht das Schaltwerk. Er muss sein Sportgerät in der Folge nun fast eine Runde bis zur Wechselzone tragen. Wieder am Rad kann er noch beachtliche 29 Plätze gut machen und landet am Schluss auf Rang 21. Im weiteren Rennverlauf kann der anfangsführende Kova das Tempo nicht halten und fällt auf Platz 7 zurück. Der Tscheche Andrej Jeleny übernimmt die Spitze, gefolgt von Thomas Mayer. Bei dieser Reihenfolge bleibt es auch bis zum Zieleinlauf. Jeleny fährt die 14 Kilometer lange Strecke in 38 Minuten 19. Damit gewinnt er das Querfeldeinrennen in Stadl-Paurer. 14 Sekunden dahinter kommt Thomas Mayer vom RC Arbö Felbermayr ins Ziel. Dritter wird Christian Isak. Für eine Schrecksekunde sorgt der viertplatzierte Robert Treu. Er will mit einem Wheelie durchs Ziel fahren, stürzt aber auf den Rücken. Zum Glück bleibt er hier unverletzt. Das Starterfeld beim Nachwuchsrennen, dem Mini-Grand Prix, zeigt, dass der Querfeldeinsport in Österreich immer populärer wird. Gott sei Dank wird es wieder populärer. Schade ist nur, dass relativ wenig Fahrer sich dem Sport widmen. Aber die Veranstaltungen sind erstklassig, speziell hier in Lambach und auch in Ternitz, die auch internationale Querfeldeinrennen sind. Und ich muss dem Ameshofer Walter gratulieren, dass er das Rennen jetzt ja so super organisiert mit seiner Mannschaft. Wie bei den Großen gibt es auch bei den Kindern eine Siegerehrung mit Medaillen, welche von den langjährigen Sponsoren überreicht werden. Ich sponsere schon so lange, weil mir das gefällt, was die Grassinger Leute, wie sie das organisieren, der Bernhard und der Sprecher, also die sind einfach super und dann was für die Jungen und das gefällt mir einfach. Und das unterstütze ich, dass die Jungen ein wenig gefordert werden und ein wenig Sport machen. Den nächsten Programmpunkt bildet das Damenrennen. 17 Starterinnen aus 6 Nationen sind mit dabei. Dass das für österreichische Verhältnisse nicht wenig ist, findet auch UCI-Rennkommissar Peter Stubacher. Das Rennen da, ich sage jetzt, heuer ausgezeichnet mit der 10., mit der Wyman aus Großbritannien, die 10. im World Ranking ist. Sehr gut besetzt, auch international gut besetzt, speziell bei den Frauen. Ich muss auch sagen, dass Gott sei Dank jetzt bei den Frauen immer mehr Starterinnen sind. Und ich bin heute gespannt, wie die Heigl hier abschneiden wird. Kurz nach dem Start hat die 10. in der Weltrangliste und Ex-Europameisterin Helen Wyman Probleme mit ihrem Rad und fällt zurück. Das Tempo in der ersten Runde gibt die Tschechin Jana Čečinkarová vor, ihre Zeit 8 Minuten 28. Ab Beginn der zweiten Runde setzt sich Nadja Heigl an das Hinterrad der zu Beginn Führenden. Wyman, durch das große Pech beim Start noch weit abgeschlagen, macht mit jeder Runde Zeit gut, kann aber nicht mehr ganz zur Spitze heranfahren. Vorne halten Čečinkarová und Heigl das Tempo sehr hoch.
Heigl hat im Februar 2018 im niederländischen Falkenburg die erste Bronzemedaille für Österreich im U23-Bewerb gewonnen und damit auch Querfeldeinsportgeschichte geschrieben. Die 22-Jährige hat sich erst im letzten Jahr verstärkt auf diese Disziplin spezialisiert. Davor ist sie zwar größtenteils im Mountainbikesport unterwegs gewesen, hat aber trotzdem schon im Querfeldeinsport durch Erfolge aufhorchen lassen. So hat sie vom Jahr 2013 bis heute als erste österreichische Athletin sechsmal in Folge den Staatsmeistertitel erobert. Stark unterwegs sind auch die dreifache Vizestaatsmeisterin Silke Meier und das Radsport-Multitalent Cornelia Holland. Die 16-jährige Niederösterreicherin hat schon mehrere Erfolge sowohl auf dem Mountainbike im Cross-Country als auch auf der Bahn eingefahren. Am Ende der vierten Runde setzt sich Heigl an die Spitze. Insgesamt müssen die Athletinnen sechs Runden fahren. Heigl verteidigt nun mit aller Kraft ihre Führung auf den letzten 5,6 Kilometern und fährt 22 Sekunden vor Cecinkarova in die Halle und Richtung Ziel. Nadja Heigl schafft es, jawohl, sie gewinnt den internationalen Querfeld-Ein-Grand Prix in Stadl-Paura. Zweite wird Cecinkarova, Platz 3 geht an die Belgierin Joyce van der Beeken. Cornelia Holland belegt Platz 5, Helen Wyman kann sich noch auf Rang 7 vorarbeiten. Platz 8 geht an Silke Meier. Heute war ich ein sehr gutes Rennen. Gegenüber gestern habe ich mich am Start schon sehr gut gefühlt und bin am Anfang dann gleich vorne mitgekommen. Und man weiß am Anfang nie, wie schnell auch die anderen sind. Ich habe versucht, mein Tempo zu fahren. Und weil ich die ersten drei Runden im Windschatten nachgefahren bin, habe ich schon gewusst, welche Passagen sie schwächer ist und welche stärker. Und dann habe ich auf den richtigen Moment gewartet und dann attackiert und bin dann relativ schnell weggekommen und danach mein Tempo und technisch sauber fertig gefahren. Bei den Herren sind insgesamt 28 Fahrer am Start. Ein absolutes Weltklasse-Teilnehmerfeld, aber leider fehlen die österreichischen Spitzenfahrer. Daniel Federspiel musste aus gesundheitlichen Gründen leider absagen. Der Start findet vor der Reithalle statt. Zuerst werden 550 Meter mit Geschwindigkeiten von über 40 km/h auf sandigem Untergrund absolviert, ehe es ins Gelände geht. Zu Beginn des Rennens bildet sich eine fünfköpfige Spitzengruppe, angeführt vom 21-jährigen Belgier Landa Lux. In der vierten Runde fällt Lux nach einem Ausrutscher zurück, bleibt aber in der nun vierköpfigen Spitze. Diese Gruppe setzt sich aus Marcel Wildhaber mit der Startnummer 1, Marek Konva Startnummer 4, Emil Hekele mit der 3 und Landa Lux mit Nummer 5 zusammen. Der Bruder von Nadja Heigl, Philipp, fährt mit Startnummer 7 als bester Österreicher auch noch im erweiterten Spitzenfeld. Dahinter liegt Andreas Hofer mit Startnummer 17. In der vorletzten Runde setzt Lux eine Attacke und vergrößert seinen Vorsprung. Jetzt bekommt das Publikum eine richtige Show des Belgiers geboten, der aus dem Mutterland des Querfeldeinsports kommt. Nach einer Fahrzeit von 57 Minuten und 2 Sekunden hat Lux den 2,8 Kilometer langen Kurs 8-mal umrundet. Folgerichtig krönt er sich zum Sieger in Stadl-Paura. Lux gewinnt 7 Sekunden vor Marek Konva. Dritter wird der Tscheche Emil Hekele. Philipp Heigl erreicht als bester Österreicher Platz 12. Nach seinem zweiten Rang 2017 hier in Stadl-Paura darf sich der 21-jährige Belgier Lux nun über seinen überlegenen Sieg freuen. Sein Schnitt auf der 22,4 Kilometer langen Strecke liegt bei 23,6 km/h. It was a really fast race. Es war ein wirklich schnelles Rennen. Wir konnten uns zu viert absetzen. Bei einem kleinen Missgeschick habe ich zwar einige Sekunden verloren, aber jetzt bin ich richtig glücklich. 5 Sekunden, so
I'm happy. Dass der Querfeld-Einradsport zu den härtesten Sportarten zählt, wurde beim 10. internationalen Querfeld-Ein-Grand Prix in Stadelpaucher nun wirklich einmal mehr deutlich unter Beweis gestellt.